Kennt ihr das, wenn man so langsam ein bisschen genervt ist? Auf jeden Fall habe ich gerade mein Stückchen verloren, womit ich den Leim verteile. Und das geht auf den Sack! Mann, ey, es ist ja zum... Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ja, schönen guten Tag, moin moin, herzlich willkommen und hallo. Ich bin Sigi Hoffmann und ich hoffe, ihr nicht. Ja, Teil 3 Couchtisch steht heute an. Genug Quatsch für heute. Teil 3 Couchtisch. Die ersten beiden Teile verlinke ich euch mal hier irgendwo. Oder einen zumindest. Den letzten. Ja, ihr werdet nachher sehen, der Couchtisch ist natürlich dementsprechend auch nicht hier. Beziehungsweise war auch nicht hier lange Zeit, weil er schon ein Jahr bei mir zu Hause steht. Das Video wollten wir ja trotzdem machen. Der Zukunfts-Sigi von damals macht jetzt nochmal eine Anmoderation. Und dann haben wir das auch. Ne? Deswegen, viel Spaß beim Video. Wir sehen uns in der Abmod. So, frisch am Werk hier heute und das ist richtig geil geworden, ohne Scheiß. Also mit der Beize, das hat also wirklich perfekt geklappt. Hier sind keine dummen Flecken drauf oder richtig, richtig, richtig gut. Ja, dann sind die soweit auch fertig. Die werde ich jetzt auch nicht bürsten oder so. Das habe ich auch beabsichtigt vorher nicht gemacht. Da sehe ich jetzt nicht so richtig den Sinn da drin, da die Haptik jetzt zu verändern. Plan jetzt ist, die Platte fertig machen, Gestell verleimen. Ich habe jetzt gerade beschlossen, ich werde das jetzt in diesem Fall schrauben. Einfach, weil ich auch fertig werden will, ehrlich gesagt. Ich werde den nächsten Tisch mal mit Nutleisten machen und dann kann ich euch das mal zeigen. Mit Nutklötzen. Nutklotzbefestigung. Das mache ich jetzt hier nicht, weil dann müsste ich jetzt noch einen Satz fräsen. Was jetzt nicht sonderlich schlimm wäre, aber ich sehe da nicht so richtig den Sinn. Die Platte, ich glaube auch nicht, dass sie sich noch so viel bewegen wird. Wir probieren das einfach mal aus. Ich mache die Löcher großzügiger und dann hat sie ein bisschen Spielraum, sich ein bisschen zu bewegen und dann ist gut. Das Einzige, was ich jetzt überlege, das Verleimen ist ja gar nicht mal so ohne, ne? Weil beim Verleimen haben wir das Problem, wenn hier jetzt Leim draufkommt, ist es ziemlich bescheiden. No risk, no fun, ne? Oder wie war das? Ja, gut. Ich würde sagen, wir verleimen die ganze Geschichte hier. Und wenn wir den ganzen Scheiß verleimt haben, dann machen wir die Platte fertig. Und dann wird geölt. Und dann sind wir fertig. Feuer frei. Ja, muss haben die Dübel zu lang. Das heißt, fix absägen. Der Trick ist auch beim Verleihen, es muss immer richtig viel Scheiße im Weg rumliegen. Was richtig klug ist jetzt. So, das hier schnell ist fertig, wa? Das kann jetzt in Ruhe einmal ein bisschen Leim hier, der ganze Bums, und dann haben wir das ja schon mal fertig. Ich muss sagen, das ist mir von den Bündigkeiten her sehr gut gelungen. Das hätte ich gar nicht erwartet. So freie Hand, wie ich da rumgejuckelt habe. Übrigens, neue Klamotte. Endlich richtig hier. Sigurd, Sigurd. Sigurd. So, Gestell weg, Platte hin. Ja, Platte ist da. So, Gestell lang noch ein bisschen. Ja, das lassen wir so. Das heißt, Platte, Schleifen, Bürsten, Kantenphasen, Runden. Und dann ist Tabula Rasa fertig. Exitus vorbei. Ich würde mal sagen, ich fange mal mit dem Bürsten an. Jetzt heißt das, nochmal Öl dran können und dann ist gut. Ich fange natürlich mit der Rückseite an, damit wir das Ding danach schön in den Lackwagen stellen und dann kann das da trocknen. Endlich mal wieder ein Pinsel in der Hand. Ja, und dann wird im Endeffekt nur noch vorbohren, Platte ranschrauben, Feierabend. Aber das machen wir natürlich nicht heute, sondern demnächst. Das ist von Osmo, Haferwachsöl. Ist halt geil, weil es beides quasi ist, Öl und Wachs. Sonst grundiere ich mit Öl ganz gerne und gehe dann mit Wachs rüber. Aber das ist schon ein schönes Zeug. Und da fährt man auch wohl mit Zwischenschliff, eine Runde Zwischenschliff und dann ist meistens auch gut, wenn man dann noch einmal rüber geht. Manchmal geht auch noch eine Runde.
So, jetzt wollen wir den ganzen Bums einmal rüberbringen. Gestellt, fertig. So ziemlich zumindest. Und die Platte, die ist gerade noch hinter euch, die ist auch richtig geil geworden. Und jetzt habe ich mich entschieden dafür, dass ich Langlöcher in die Zarge reinmache, um die Platte dann festzuschrauben. Ich denke, das ist auf jeden Fall die, ja, eine relativ einfache Variante. Und Langlöcher deshalb, damit das Holz trotzdem schwinden und quellen kann. Also einfach arbeiten kann und die Platte dann quasi nicht reißt, weil sie dann fixiert ist, sondern die Schrauben haben dann eben ein bisschen Luft in der Zarge und die soll die Platte nur nach unten ziehen. Deswegen mache ich das jetzt mal. Bruh. Hi! Ja, da bin ich wieder. Jetzt, wenn ihr das seht, habe ich das gerade 3 Sekunden nach der Anmoderation aufgenommen. Ihr habt jetzt die schönen Bilder gesehen. Das Ding steht bei uns zu Hause, ist auch inzwischen schon umgezogen, weil wir umgezogen sind in die eigenen 4 Wände. Boah, was soll ich viel sagen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist das Allerwichtigste. Lasst ein Abo da. 50% der Zuschauer haben kein Abo. Sag mal, habt ihr sie noch alle oder was? Ja, lasst ein Abo da. Grüßt die Katharin, grüßt die Oma und schreibt doch mal, was ihr von dem Tisch haltet. Das würde mich auch mal interessieren. Ist das geil mit diesem Kufengestell? Über das Jahr habe ich nämlich gemerkt, dadurch, dass es kein Metall ist und dass das Gestell sehr dünn ist, ist es auf jeden Fall nicht so stabil. Das heißt, man kann keine Polka drauf tanzen. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Er hat gehalten, er hält auch immer noch, aber das Gestell hat grundsätzlich Stabilitätsprobleme, würde ich mal so sagen. Also so als Couchtisch reicht es, aber da hätte man vielleicht die Ausmaße ein bisschen, ja, ein bisschen... So wie ich, ne? Ein bisschen mehr Knöpf, so, das wäre gut gewesen. Aber alles gut, läuft auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eventuell kommt demnächst mal eine kleine, also noch was Kleines dazu, vielleicht. Ich will nicht zu viel ankündigen, nachher klappt es wieder nicht und dann weine ich wieder mein Kissen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis nächsten Samstag, haut rein.